Deutschlands bekanntestes Werbegesicht 2020. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Autokanal. Ich befinde mich gerade auf dem Hamburger Jungfernstieg, Deutschlands bekannteste Posermeile. Und heute fragen wir mal Supercars-Owner, what they do for a living. Let's go! Ich komme jetzt hier gerade aus dem Gucci-Store raus, habe mir gerade neue Socken gegönnt. Und ganz ehrlich, Leute, hier auf dem Jungfernstieg fährt ja schon die ein oder andere krasse Karre rum. Habt ihr euch nicht immer gefragt, wie die Leute ihr Geld verdienen? Ah, warte, ich höre da schon den ersten. CL500? Ich frage ihn mal, wir gehen rein. Erstmal grundsätzlich CL500, ein teures S-Coupé, Listenpreis weit über 100.000 D-Mark damals gewesen. Markenzeichen an diesem wirklich sehr hochwertigen Auto, die fehlende B-Säule, die ersetzt wurde durch eine doppelt verglaste angelaufene Fensterscheibe. Leider ist das einstige Prachtcoupé von Mercedes ein bisschen in Verruf gekommen. Nicht mal mehr die Assis haben Bock drauf. So ein paar YouTuber schlachten die einfach nur noch aus. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz unpersönlich hin, fragen, was der Wagen gekostet hat und was der Besitzer arbeitet. Let's go. Was willst du, kleiner Fanboy? Ist das in Ordnung? Ich drehe gerade so ein YouTube-Video, wenn ich dich filme. YouTube-Video, ja? Sind wir in Hollywood oder was? In dem YouTube-Video geht es darum, wie verdienst du dein Geld, um dir so eine krasse Karre leisten zu können. Hartz 4. Warte, ich erkläre dir wie. Dann hau mal raus. Erschrecken, wie man mit so einem Auto fahren kann. Ne? Es ist vollbracht. Hartz 4. Und schlecht investiert. CL500, ich bin ruiniert. Komm hier nicht lang mit deinem kleinen BMW. Fanboy! Wunder dich nicht, wenn die Chias dich nicht sehen. Eben kein 500er, Daimler Coupé. Scheiß drauf, Digga. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es wurde so oft gefragt, jetzt ist es endlich da. Der ultimative Faktenkosten-CL-Check. Könnt ihr euch mit 18 Jahren, wenn ihr gerade frisch aus der Realschule kommt, einen CL500 leisten? Ich spoiler das Video schon mal kurz. Nein, könnt ihr nicht. Außer ihr vertickt Drogen oder so, aber das will ich natürlich keinem empfehlen. Aber CL500 und Drogen verticken passt ja auch an sich nicht gut zusammen. Sorry an alle meine seriösen Werbepartner an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind gefeuert damit. Gut, Freunde, heute zähle ich euch auf 4,5 Monate, 10.000 Kilometer mit diesem wunderschönen Fahrzeug, was übrigens gerade die 400.000 geknackt hat. Ja, Mann! Was habe ich bezahlt? Was kostet er monatlich? Wie viel Sprit habe ich durchgejagt? Ich würde sagen, wir jetten direkt rein. Ich habe mich natürlich optimal vorbereitet, mal wieder ein studierter Bock, wie ich bin. Was wollt ihr als erstes hören? Versicherung, Steuer oder Reparaturen? Reparaturen! Okay, Reparaturen. Hier nochmal der ultimative Beweis. Die 400.000 Kilometer sind erfolgreich geknackt, aber CL500 steht ja auch für 500.000 Kilometer, ne? 7-Zylinder-Jokes incoming. Gut, Freunde, fangen wir an. Dieses wunderschöne Kfz habe ich für 2.200 Euro auf eBay-Kleinanzeigen erworben. Der war ursprünglich für 3,8 inseriert, dann ist der Verkäufer immer schneller runtergegangen. Dann irgendwann habe ich ihm geschrieben, Brate. Was letzte Preis, Digga, bin YouTuber, ich gebe dir 2.000. Erstes Ding, was ich machen musste, neue Felgen und Reifen aufziehen. Das habt ihr alle, glaube ich, im ersten Video gesehen. Die anderen, die sind halt abgeflogen. Das hat mich pauschal erstmal 450 Euro gekostet. Zusätzlich ist das ABC-Fahrwerk hier immer abgesackt. Da habe ich 19 Cent in einen neuen Kabelbinder investiert, der im Übrigen seit einfach mal 10.000 Kilometern seinen Job tut. Das ist so. Dieser Kabelbinder ist stabiler als alle meine Beziehungen bisher. Ist ja irgendwie alles doof zwischen uns gelaufen. Jetzt hätte man so perfekten V7-Joke einbauen können über Hagen und Zuverlässigkeit, aber scheiße. Machen wir weiter mit dem Prachtexemplar-Motor. Nächstes Problem, die Motorhaube öffnet sich nicht mehr. Der Motor ist nämlich ständig an jeder Ampel und ununterbrochen im Stand ausgegangen. Grund dafür war ein defekter Luftmassenmesser, den ich mit Hilfe von eBay läuft nicht, gibt's nicht, für 30 Euro ersetzt habe. Warte mal, Mathis, bist du's? Dann hatte ich ja noch so eine Riemenscheibe, die vorne richtig übel rumgewackelt ist. Der Riemen war ein bisschen rissig. Also eigentlich war er nicht rissig, aber grundsätzlich schadet es nicht, sowas neu zu machen, wenn sowas schon übelst wackelt. Damals, wo ich nach Feierabend zum Motorenzimmer gefahren bin, das Ganze hat mich 136 Euro gekostet. Allerdings muss man sagen, dass das Ganze auf Bro-Base war. Bruder, mach mal kurz nach Feierabend, ja? Ich glaube, er wird mir nie wieder helfen. Den Döner-Teller habe ich immer noch nicht bezahlt. Dann haben wir noch diese wirklich legendäre Spannrolle in der Wasserpumpe. Das Ganze hat mich 30 Euro gekostet. Für jeden, der das Video nicht gesehen hat, verlasst meinen Channel.
No joke, das ist die beste Reparatur auf diesem Planeten und die hält auch immer noch. Ja, dann war halt ein bisschen inkontinent, weswegen meine Eltern mich fast rausgeschmissen haben. Allerdings hat die Dichtpaste mich einfach nur 18 Euro gekostet. Damit habe ich ja den ganzen Ventildeckel zugeballert und das ist auch einigermaßen dicht. Wir können ja mal kurz gucken. Schwör, ja, das ist Klimaflüssigkeit. Sag mal, funktioniert die Klimaanlage eigentlich wieder? Nächstes Thema, was ich ja nicht verfilmt hatte, war dieses Klappern, wenn man aufs Gas gegangen ist. Das war tatsächlich der Katalysator, der teilweise leergeräumt war. Da habe ich mir aber Abhilfe geschaffen für 280 Euro einen Katalysator. Wer Bock drauf hat, Link in der Beschreibung. Gut, im Ganzen und Groben sind wir da auf 4,5 Monate bei 944,19 € für den Kabelbinder. Da ist gerade eine Opa vorbeigefahren, kaum cringe. Das macht 209,80 € monatlich. Ey, Freunde, geil, für 210 Euro CL fahren. Wartet kurz. Das ist nur Reparatur. Dazu kommt selbstverständlich noch Versicherung. Hook24 zahle ich 117 Euro. Reine Haftpflichtversicherung, das macht 39 Euro im Monat. Falls ihr euch auch da euer Kfz versichern wollt, schaut jetzt in die Beschreibung, da habe ich meinen Werbecode drin. Dann kriegt Geld, wenn ihr den Werbecode eingebt. Zusätzlich kommt Steuer, 337 ganzjährig, das macht 28 im Monat. Ach komm, Leute, unterm Strich, ich zahle 67 Euro dafür, dass das Fahrzeug versichert und versteuert ist. Rechnet man jetzt diese 67 Euro zu den Reparaturkosten, kommen wir auf 276,80 € monatlich. Und ich würde mal sagen, dafür, dass ich ein S-Coupé fahre, ist es auf jeden Fall 10-mal besser als VIP-Leasing. Also Mercedes, hört auf, mich anzurufen. Ich reagiere eh nicht. Cry me a river. Jetzt rufst du. Jetzt rufst du an. Nein, ich geh nicht ran. Etwas unschönes Thema ist natürlich der Spritverbrauch auf die 10.000 Kilometer. Ihr wisst, es ist ein V8, es ist saugeil, es ist saulaut, es kommen sau viele Mädels. Dennoch hat er sich auf 10.000 Kilometer einfach mal 1.400 Liter Sprit durchgesogen. Das macht eine Gesamtsumme von 2.000 Euro. No cap, no joke. Das kann ich mir selber nicht mal schönreden. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin nach Italien gefahren. Ich habe ein Motorrad aus Stuttgart abgeholt. Ein paar Kollegen von mir fahren damit rum. Ganz wenig. Ja, ist schon wild. Ist schon wild. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich bin mega zufrieden mit dem CL an sich. Er fährt sich richtig nice. Das ist es auch wert. Ein Thema, was mir auch noch wichtig war. Sehr viele fragen mich, ob ich den CL als Anfängerauto oder generell empfehlen kann. Leute, bei mir ist auch immer noch ABC-Problem, Getriebeproblem, alles. Ich kümmere mich einfach nicht drum. Und ich bin ganz ehrlich, holt euch keinen CL, wenn ihr nicht den Kaufpreis nochmal auf dem Konto habt. Also wenn ihr euch für 2.000 Euro ein CL kauft, habt eine Reserve von 2.000 Euro. Wenn ihr euch für 5.000 Euro ein CL kauft, habt eine Reserve für 5.000 Euro. Weil die Dinger sind wirklich, ja, wenn was kaputt geht, dann wird es richtig, richtig teuer. Und wenn bei mir was kaputt gehen würde, dann würde ich den halt genauso abstoßen. Also was Krasses kaputt, sagen wir jetzt mal, ein ABC-Dämpfer platzt oder so, dann kommt die Karre auch weg, weil das tue ich mir wirklich nicht an. Klar, Boberg hat es geschafft, seinen S55 AMG, der ja auch komplett auf ABC steht, alles zu neu zu machen, aber er hatte auch sehr gute Kollegen, die ihm da beim Schrauben geholfen haben und er hat ja den alten Maybach von Hagen geschlachtet, kann euch aber grundsätzlich wirklich diese Fahrzeuge an sich so nicht pauschal, Digga, empfehlen. Die sind echt scheiße teuer. Jetzt fragen viele, okay Max, was kannst du alternativ empfehlen? Und ich kann ganz ehrlich sagen, holt euch irgendwie ein CLK oder sowas, weil da habt ihr meiner Meinung nach einen ähnlichen Auftritt wie mit dem CL als Alternative zum CL, aber ihr habt diese ganzen Probleme nicht. Ihr habt keine Doppelverglasung, ihr habt kein ABC-Fahrwerk. Ich denke, CLK mit sämtlich Motorisierung ist immer eine sehr gute Wahl. Verwirrung pur. Hä? Wie kann der eben noch im Industriegebiet gestanden haben und jetzt wieder zu Hause sein? Ich wollte euch auch noch mal ein kleines Update geben, weil ich so viel gefragt werde, wie es mit Bodykit aussieht. Bodykit, das liegt hier immer noch. Ich habe nichts verändert. Ich habe nicht mal den Müll weggeschmissen. Sorry, Mama, an dieser Stelle. Das Bodykit wird erst ab dem Moment, wo ich in der neuen Bude bin, verbaut, weil ich hier die Nachbarn nicht nerven möchte. Ich möchte hier den CL jetzt nicht auseinandernehmen, denn der Umzug wird jetzt in den nächsten 2 Wochen passieren. Ich hatte jetzt schon Kontakt mit dem Vermieter. Die sind mit der Renovierung schon etwas weiter. Falls ihr meine Livestreams verfolgt, dann habt ihr das sicherlich mitbekommen. Da halte ich euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden, wie es aktuell aussieht mit der Bude. Die müssen da nämlich den ganzen Boden rausreißen, alle Wände streichen, sogar die Decke streichen, weil es einfach alles aussieht wie so ein Kirchengemeindezentrum. Nichtsdestotrotz
Thema Bodykit wird auf jeden Fall am CL noch durchgezogen. Dann fragen auch immer noch sehr viele, wie es denn jetzt mit dem TÜV des Wagens aussieht, weil ich habe ja jetzt den ML getüft und den CL nicht. Hat das ganz einfache, den ganz einfachen Grund. Mein Bruder war 2 Wochen in Quarantäne. Er muss mir die Wagenheberaufnahme schweißen. Da ist er jetzt fertig, also mit Quarantäne. Alles gut, er ist nicht krank. Auf jeden Fall ist Philipp jetzt wieder da. Dann nehmen wir zusammen demnächst hoffentlich den Schweller ab, gucken uns das ganze Übel an. Er sagt, ob er es schweißen kann oder nicht. Und dann fahre ich erstmal mit dem CL zum TÜV, um checken zu lassen, ob die überhaupt TÜV machen oder nicht. Bei der Gelegenheit bespreche ich dann auch direkt mit dem TÜV, wie es mit dem Thema Bodykit weitergeht. Denn ich habe da ja nur ein Materialgutachten und keine ABE. Und das ist sehr wichtig, dass der TÜVer, der das später abnehmen muss, ganz genau einem erklären muss, wie man das zu befestigen hat. Ansonsten kann es halt sein, dass man richtig, richtig Probleme bekommt mit der Eintragung. Und da ich natürlich ein sehr legaler Typ bin und jetzt im Winter ganz, ganz viel Zeit habe, das Bodykit ordnungsgemäß daran zu basteln, würde ich mal sagen, machen wir das auch so, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, vielen Dank fürs Gucken dieses hochinformativen, hochbrisanten und sehr weltbildverändernden Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst an der Stelle gerne ein Abonnement auf absolut kostenfreier Couscous-Ehrenbasis für meinen Channel da. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und du, ja, Papa, ich rufe schon wieder an. Ich brauche wieder ein bisschen Geld, ja. Wir wollen schon wieder CL-Versicherung abbuchen. Das wurde schon wieder storniert. Ich bin schon wieder voll im Dispo. Kannst du mir nochmal einen Taui rüberhauen?